Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! 68 Jahre nach Einführung der Individualverfassungsbeschwerde im Bund wurde 2019 diese endlich auch in unserer Landesverfassung manifestiert. Wir haben dem Vorhaben seinerzeit zugestimmt und begleiten es seitdem auch kritisch. Schon in den Beratungen 2018 stellten wir die Frage, wie der Verfassungsgerichtshof des Landes NRW denn die Mammutaufgabe bewältigen wollte, gerade im Hinblick auf zu erwartende steigende Fallzahlen, damit verbundene Personalknappheit und Raumnot. Und da ist ja zurzeit einiges im Fluss. Auch in rechtlicher Hinsicht musste gelegentlich nachgebessert werden. Inzwischen ist festgestellt, dass die Akteneinsicht durch Dritte, die Verarbeitung personenbezogener Daten, die Weitergabe von Akten sowie die Normierung der Verzögerungsbeschwerde normiert werden sollen. Nach den Beratungen im Ausschuss könnten wir diesem Vorhaben deshalb zustimmen. Bedenken haben wir allerdings beim damaligen Änderungsantrag. Und es geht um die zeitweilige Erhöhung der Bezüge der Verfassungsgerichtspräsidenten, Präsidentin. Wir stellen uns die Frage, ob eine solche Erhöhung überhaupt zeitgemäß ist. Nehmen wir einmal Verbraucherinsolvenzen. Diese stiegen in 2021 um 322 Prozentpunkte. Von jeder Verbraucherinsolvenz ist mindestens ein Mensch, wenn nicht sogar eine ganze Familie betroffen. Meine Damen und Herren Kollegen, im Januar 2022 waren in NRW 670.733 Menschen arbeitslos. Viele von ihnen leben inzwischen am Existenzminimum. Zugleich sind die Lebenshaltungskosten sprunghaft angestiegen. Kostete vor einem Jahr ein Liter Speiseöl noch 1,09 Euro, so kostet er seit einer Woche 1,79 Euro. Die Preise werden nach Auskunft vieler Einzelhändler inzwischen täglich mehrmals nach oben korrigiert. Das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO hat die Inflationsprognose für 2022 auf 4,0% heraufgesetzt und diese Prognose wird sicherlich noch nach oben angepasst. Geld fehlt nämlich jetzt bereits an allen Ecken und Enden. Sehr geehrte Damen und Herren Kollegen, wir anerkennen die Arbeit der Präsidenten und der Präsidentin des Landesverfassungsgerichts, sind dennoch der Ansicht, dass ihr Einkommen mehr als auskömmlich ist und vor dem Hintergrund der sich anbahnenden gesamtwirtschaftlichen Katastrophe auch nicht nur zeitweilig anzuheben ist. Der Änderungsantrag aus dem Ausschuss, der sich ausschließlich auf die Erhöhung der Bezüge der Präsidentin des Landesverfassungsgerichts regeln soll, war für uns deshalb nicht annehmbar. Und da er aber in den jetzigen Entwurf mit eingeflossen ist, werden wir uns enthalten. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rückemann.